So, und jetzt will ich kurz demonstrieren, wie eine CZ-75 zerlegt wird, auch im Kaliber 9 mm Para. CZ-75 ist eine Ganzstahlwaffe, ein hervorragendes Teil, meine ist aus dem Jahr 1986, schießt aber absolut erste Sahne. Um diese Waffe zu zerlegen, spannen wir den Hahn in die erste Raste. Und dann kann man hier, weiß nicht, ob man das gut sehen kann, sieht man hier zwei senkrechte Striche. Diese müssen übereinander eine Linie bilden. So. So, und dann wird hier drüben im Normalfall mit einem Schraubenzieher, aus einem Kunststoffgriff oder ähnliches, der Schlittenfanghebel nach draußen gedrückt. Bei mir kann ich es mit dem bloßen Daumen machen. Und dann hier den Verschlussfanghebel einfach nach oben rausziehen und neben hinlegen. Langsam den Schlitten nach vorne nehmen und nach vorne vom Griffstück entfernen. Das Griffstück können wir dann neben hinlegen und haben dann ähnlich wie bei der P226 hier die Federführungsstange samt Feder. Auch hier eine Seite ist enger als die andere. Die Führungsstange kommt auf jeden Fall da rein, wo es enger ist. Der Lauf wird hier ebenfalls einfach nach oben weggezogen. So, zum Reinigen, wie gehabt, den groben Schmutz entfernen mit ein bisschen Waffenöl, auch mal ein bisschen einwirken lassen, dass sich auch alter Schmutz und grober Schmutz lösen kann. Den Lauf ordentlich durchziehen und reinigen, können wir auch nochmal einen Blick rein. Sehen also, der ist picobello sauber, absolut blitzeblank. Zum Zusammenlegen, ebenfalls hier wieder einführen und hinten einrasten. Verschlussfeder plus Führungsstange nach vorne drücken und hier unten, da ist noch eine kleine Nut. Und können es dann vorne hinlegen. So, die CZ-75 hat eine Hahn- und Schlittensicherung. Das bedeutet, wenn der Hahn gespannt ist und ich die Waffe sichere, kann nichts passieren. Es kann der Abzug nicht betätigt werden. Der Hahn kann nicht nach vorne gehen und damit einen Schuss auslösen. Genauso wenig kann der Schlitten, also der Verschluss, bewegt werden. Das zeige ich gleich nochmal, wenn die Waffe wieder zusammengesetzt ist. Ja, da auch wieder Griffstück in die Führungsschiene rein. Diese zwei Linien wieder in eine Flucht. Zwei, dreimal repetieren, damit alles sicherstellen, dass alles funktioniert. Und schon ist sie wieder zusammengesetzt. So, wie eben gerade angemerkt, wenn gespannt und gesichert, kann ich weder den Abzug ziehen, noch kann ich den Schlitten bewegen. Das heißt, diese Waffe, die kann sogar in dem sogenannten Condition Red, sprich Condition One, geführt werden, gespannt und gesichert, um so für einen schnellen Erstschuss im Verteidigungsfall herhalten zu können. Ansonsten auch die CZ-75 eine hervorragende Waffe, sehr alt und bewährt. Immer wieder gern gekauft.